Ja, und hiermit ein herzliches Willkommen auf der Straße. Wir sind noch im wunderschönen Polen. Wo wir unsere Reise weiter angehen, nach Lüttich. Heute ganz entspannt mit Country-Musik. Pflaumen eben nach Lüttich. In Polen, um euch es nochmal zu zeigen, für mich ist ja auch neu, gerade in der Session rein. Fahren gerade bei Katowice vorbei Richtung Breslau, Dresden, also gehen dann da über die deutsche Grenze Richtung Dresden, fahren bei Erfurt vorbei, Kassel runter nach Frankfurt, Köln und dann sind wir schon in Lüttich. Das Ganze sind 1300 Kilometer, ungefähr 1000 haben wir noch zu fahren, bisschen mehr glaube ich. Nein, sogar ein bisschen weniger. Und das Ganze dauert noch 14 Stunden. Wir werden schauen, dass wir bis 22 Uhr sowas durchfahren, 21, 22. Und uns dann einen schönen Platz suchen. Zum Auskurieren. Und dabei genießen wir die Landschaft hier in Polen. Wo wir jetzt weggehen vom Gebirge. Deutschland eben. Bum, 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 bum. Nach rechts sehen wir, das ist ein Kraftwerk. Ein Riesenkraftwerk sogar. Polen hat ja auch Atomkraftwerke. Könnte womöglich eins sein, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus. Hier in der Gegend. Hier ist eine Pipi. Auf jeden Fall sehr schön flaches Land. Sehr schön zum Fahren hier geradeaus, eigentlich nur die ganze Zeit. Draußen ist es frisch. Bei uns hat es 29 Grad am Tacho. Bei uns gerade mal 10, glaube ich, oder 8 sogar. Hans. Wir fahren auf die nächste Dings zu. Diese Mautstelle. Auch da anran.
eurer Maut. Gut. Ich habe jetzt nicht aufs Schild geachtet. Aber anzunehmen, dass jetzt nur bei Breslau gerade vorbeifahren. Eine Brücke über eine Autobahn. Jetzt Richtung Oslo. Geradeaus Richtung Dresden. Aber man hat keiner reinlassen. Rechts von uns ein Kraftwerk. Ich muss mal quer durch Deutschland durch jetzt. Aus Richtung Dresden. Aus Richtung Posen und Brno. Wir wollen gerade aus Dresden. Unsere Pflaumen. Wenn man so fahren. Das ist gar nicht so leicht, so zu fahren. Oh, hier hat man eine schöne Aussicht so. Vielleicht fahren wir mal ein bisschen so. Auf der Aussicht. Könnten wir auch mal fahren.
Und wenn wir was sehen wollen, fahren wir so. Kurz, dann sehen wir hier das Dorf rechts von uns oder den Mähdrescher. Die wieder schon dreschen. Wo die Strohballen am noch nicht gedroschenen Feld liegen. Im letzten Jahr noch. Links sehen wir das Gebirge. Vielleicht geht es jetzt wieder in die Berge ein bisschen. Obwohl ich nicht wüsste, dass die dort Berge haben, die Deutschen. So, deutsche Grenze. Welcome to Germany. Also ich kann euch sagen, dass ihr könnt ruhig auch Themen in die Kommentare schreiben, die was wir quatschen könnten. Mir fällt jetzt ein großes Thema noch immer ein. Und das wäre die ganzen Wechsel, die jetzt waren nach Saudi-Arabien. Also wie krass ist denn das einfach? Ich bin froh, dass Mbappé zum Beispiel nicht gegangen ist. Aber sonst auch krass eigentlich, was da so abgeht. Andererseits muss man halt sagen, ich meine, der Vergleich zu ziehen, ja, wird schwer, aber wir würden jeden Job wechseln, wo wir um einiges mehr Geld kriegen würden, auch wenn es ins Ausland ist. Wenn ihr das versteht, was ich meine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Fünffache wie jetzt verdienen würde, aber dafür in Saudi-Arabien das Gleiche machen müsste, ja. Ich meine, abgesehen von der Sprache jetzt, die ich nicht beherrschen würde, aber als Fußballer ist eh dann international Englisch. Damit hätte ich auch ein Problem, aber tut nichts zur Sache. Ich würde einfach ja sagen. Ich weiß gar nicht, welche Stadt wir als erster kreuzen. Dresden, glaube ich. Jetzt wird es nach Berlin gehen. Bleiben hier aber. Jetzt leicht bergauf. Dresden Altstadt.
meine, ich weiß nicht, wie es bei LKWs ist, aber in Österreich ist es verboten. Das habe ich auch nicht gewusst. Mit einem quasi ausländischen Anhänger zu fahren. Der Anhänger müsste aus Österreich auch kommen. Egal ist es natürlich. Also egal ist es, wenn es umgekehrt ist, zum Beispiel ausländisches Kraftfahrzeug und Anhänger aus Österreich oder Anhänger aus einem anderen Land. Wurscht. Aber es geht nicht österreichisches Kraftfahrzeug und ausländischer Anhänger. Gut, ich nicht. Na, Richtung Leipzig, Erfurt. Jetzt hier weiter. Ich denke auch so, Erfurt wird die Hälfte der Strecke sein. Oder wenn wir ungefähr die Hälfte erreicht haben. Zugeland. Seite legen. Das ist eine Eisenbahnbrücke. Mit Vollschuss. Wollte ich jetzt mal machen. Vielleicht machen wir das öfters. So eine Bildergalerie könnte man dann irgendwann machen. Altenburger Landhof. Gut. Wann haben wir dann mal eine Ortstafel wieder? Hermannsdorfer Kreuz. Keine Ahnung, was das für ein Fluss ist, ist aber schön.
Nürnberg, Berlin, Leipzig. Wieder noch? Wir fahren geradeaus nach Frankfurt am Main.